heute gibt es für euch wieder ein neues Video über meine Haare und zwar über eine Frisur, die ihr vielleicht an Silvester nachmachen könnt, falls ihr noch nicht genau wisst, wie ihr so euch stylen wollt. Und vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen. Es ist wirklich ganz easy, es ist eine Hochsteckfrisur, aber wirklich sehr leicht. Also viel Spaß! Als erstes solltet ihr eure Haare natürlich einmal kurz ordentlich durchkämmen. Dann geht es nämlich alles ein bisschen leichter. Und als nächstes fangen wir an mit Flechten. Ihr könnt das auch eindrehen oder nur so wegstecken, wie ihr möchtet. Ich mache es jetzt einfach mal mit dem Flechten. Und zwar geht das jetzt hier los, dass ich mir dieses Stückchen hier quasi abteile und hier oben anfange zu flechten. Und zwar bauernzopfmäßig. Das heißt, ich teile mir hier drei Strähnen ab und fange jetzt an, mir die hier rüber zu flechten. Und die hier, dann nehme ich mir halt immer eine mit. So. Und von hier auch. Und das kommt dann wieder hier rüber. Und ihr nehmt euch jetzt immer von links und rechts ein kleines bisschen mit. Und hier jetzt auch wieder. Also halt wirklich ganz normal Bauernzopf, nur einmal nach hinten zur Seite. Ihr könnt auch immer nur von vorne einen mitnehmen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also, dass ihr wirklich nur von hier was mitnehmt. Ich mache es jetzt gerne von beiden Seiten. Aber das könnt ihr halt machen, wie ihr Bock habt. Wichtig ist auch, dass ihr nicht hier runterzieht beim Flechten, sondern dass ihr die Haare wirklich nach hier zieht, sonst habt ihr später hier so eine ganz dicke Beule und das kriegt man dann nicht mehr gut weg. So, wenn ihr ungefähr hinterm Ohr angekommen seid, dann könnt ihr das mit diesen kleinen Klemmerchen hier festmachen. Steckt auch ruhig ein paar hier so rein, dass euch wirklich die Haare halten. Ihr müsst nur gucken, dass wenn ihr natürlich braune Haare habt, dass ihr nicht unbedingt goldene Klammern benutzt, so wie ich jetzt, sondern halt welche, die eurer Haarfarbe entsprechen, dann fallen die halt nicht so auf am Ende. Und das gleiche macht ihr dann auch hier auf dieser Seite. Nehmt euch wieder hier eine Partie, teilt die in drei Strähnen und fangt dann einfach wieder an zu flechten. Also beim Flechten gilt wirklich, Übung macht den Meister. Also es ist wirklich, finde ich persönlich, nicht unbedingt so super easy. Ich habe mir auch schon teilweise halb die Finger gebrochen beim Flechten, so wo ich meine ersten Versuche gestartet habe. Vor allem was Bauernzopf angeht und dann, wenn man das alleine macht und dabei auch noch gucken muss, dass das alles so seine Ordnung hat. Also ich finde es wirklich nicht super leicht. Manche sind vielleicht Naturtalente da drin, ich nicht. So, hier das gleiche wieder. Wenn ihr hinterm Ohr angekommen seid, einmal mit einer Klammer befestigen. So, ab jetzt wird es einfach alles nur noch super mega easy. Ihr fangt jetzt einfach an mit einem Kamm, euch die Haare so leicht anzutupieren. Je nachdem, was ihr für eine Haarstruktur habt, könnt ihr es natürlich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger machen. Das machen wir jetzt einfach nur, um da ein bisschen mehr Fülle reinzubekommen. So, fertig ist eure Halloween Hochsteckfrisur. Nee, das wird natürlich noch ein bisschen verbessert hier. So, als nächstes kommen diese Klammerchen hier zum Einsatz. Ich habe sie natürlich in Gold, falls ihr das seht. Seht ihr das? Ja, es sind auf jeden Fall diese Klammern, die so offen sind oben. Ihr könnt, also mit denen ist es am leichtesten. Ihr könnt es natürlich auch mit den anderen machen, aber ich finde es hiermit wirklich am einfachsten, weil man die so einfach reinstecken kann. So. Als nächstes geht's los. Ich drehe mich dafür am besten mal. Kleinen Moment. So, ihr könnt mich jetzt leider nicht mehr sehen, aber es ist ja auch egal, ihr solltet es ja von hinten sehen. Ich versuche mein Bestes, dass ich das so hinkriege, dass ihr das auch gut seht, ja? Also,
Ihr fangt jetzt einfach an, mit diesem kleinen Klemmerchen euch hinten die Haare einfach wurscht, scheißegal wie, einfach so zusammenzustecken. Und zwar fange ich immer so an, dass ich mir eine Klammer nehme, hier so eine, und mir eine Strähne nehme und die quasi so da drin einwickel. Also es ist wirklich egal. Ihr seht es jetzt, ich habe es jetzt hier nur so eingewickelt. So, das macht ihr dann so und steckt die einfach hier irgendwo rein. Und dann haltet ihr das immer wieder feste und steckt einfach immer mehr Klammern dazu. Also ihr nehmt wirklich dann wieder hier die Haare, dreht die so da rein, weil dadurch bekommt ihr halt einfach diesen Stand da rein. Also die Klammern müssen sich ja auch irgendwo festhalten können. Und dann nehmt ihr euch wieder was Neues und dann dreht ihr, könnt das auch mal drehen oder was weiß ich, wenn ihr super begabt seid, dann könnt ihr das auch irgendwie flechten oder so. Aber halt einfach, dass ihr das immer dann wieder neu reinsteckt. Anfangs fühlt sich das auch alles immer so ein bisschen locker an. Also als würde es gleich alles auseinanderfallen. Aber das kriegt ihr, je mehr Klammern ihr da reinsteckt, kriegt ihr dieses Gefühl weg. Ich hoffe, das sieht von hinten überhaupt gut aus. Das wäre natürlich scheiße sonst. Geschafft habt, alles irgendwo unterzubringen und irgendwo alles seinen Platz gefunden hat, dann könnte es vielleicht so aussehen, es sieht auch bei mir immer anders aus, weil man findet natürlich nicht immer dieselbe Position für die Haare. Ich zeige euch einmal nochmal von hinten. So sieht das jetzt gerade aus. Es kann auch sein, dass ein paar Klemmerchen zu sehen sind, aber das finde ich eigentlich so ziemlich egal, denn es ist ja jetzt keine Friseurfrisur. Also, auch wenn ich Friseurin bin, aber es ist ja jetzt nicht so schön vom Friseur gemacht. Es ist ja klar, dass man das nicht so gut hinkriegt, zumindest ich nicht. Dann könnt ihr das Ganze noch mal ein bisschen Haarspray befestigen. Ich benutze jetzt das hier von Syos. Keratin heißt das. Und damit sprüht ihr das alles noch mal ein bisschen feste. Vor allem hier so. Boah, das riecht aber geil. Ich habe es jetzt gerade zum ersten Mal benutzt. Mmh, wie verwöhnt. Was ihr auch super gerne machen könnt und was halt das Ganze noch ein bisschen aufpeppt, ist, wenn ihr so kleine Schmuckspangen reinmacht. Also ich sag mal, sowas hier oder sowas, also oder sowas. Ich habe auch noch Schleifchen und all so ein Kram. Also, dass ihr irgendwas reintut, was alles ein bisschen aufpeppt. Und zwar mache ich das immer hier dann so an die Seiten rein. Nehmen jetzt mal die hier. Die könnt ihr übrigens super, super geil im Bijou Brigitte finden. Also da haben die wirklich immer die geilsten, finde ich. Oder bei H&M manchmal haben die da so Angebote, wollte ich schon sagen. Aua! Kriegt die nicht rein. Kacke! Mit Gewalt! Habe ich mir dadurch eine andere Klammer rausgeschoben. Das ist auch schön. Ja. Gut. Und auf der anderen Seite noch. Ihr könnt die auch irgendwo da reinstecken. Oder wenn ihr so. Es gibt ja auch so Drehdinger. Die kann man ja auch überall reinschieben. Oh Gott, ich sollte aufhören, so viel das zu denken. Ah! Ja. So, hier. Ah. Ich habe heute kein Händchen dafür. Es sieht eigentlich besser aus, wenn ich das so mache. So, es hält. Dann sieht das dann halt so aus. Ich finde, das macht das alles schon mal ein bisschen eleganter und schicker. Und das wollen wir alle sein an New Year's Eve. Na, also, dann ist es auch schon vollbracht. Wenn ihr möchtet und das nicht so streng mögt, könnt ihr, das mache ich dann auch immer, so ein paar Haare hier vorne und hier so rauszupfen, dass das nicht alles so streng aussieht. Aber naja. Sollte euch das Video vielleicht gefallen haben, würde ich mich voll freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder ein kostenloses Abo.
Abo dalasst oder einfach mir was Nettes schreibt. Und solltet ihr die Frisur auch nachmachen und das irgendwie fotografieren, dann wäre es natürlich toll, wenn ich das auch sehen könnte. Denn ihr müsst mich dann bei Instagram oder so auf dem Foto drauf markieren. Also nicht nur in die Caption schreiben, sondern wirklich drauf markieren. Sonst werde ich das leider nicht sehen. Also, ja, ich wünsche euch viel Freude dabei. Es ist manchmal ein bisschen nervenaufreibend. Aber ja, viel Spaß und viel Erfolg. Bis dann. Tschüss.